Herzlich willkommen zum Modulteil Schriftbasierte Online-Bildungsberatung. Mein Name ist Stefan Tocinowitz und ich bin seit fast 10 Jahren im Bildungsnetzwerk Steiermark als Bildungsberater tätig. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt dabei beim Distance Counseling. Das bedeutet, ich bin hauptsächlich für die Telefon- und die Online-Beratung zuständig, mache aber auch persönliche Beratungen. Im Jahr 2013 wurde von Vertreterinnen aus 4 Bundesländern begonnen, eine österreichweite Plattform für Online-Bildungsberatung aufzubauen, wo ich von Beginn an dabei sein durfte. Seit Anfang 2014 wird auf dieser Plattform beraten und mittlerweile sind Beraterinnen von fast allen Bundesländern auf der Plattform tätig. Ich möchte Ihnen zunächst kurz zeigen, wie die Online-Bildungsberatung im Rahmen der Bildungsberatung Österreich eingebettet ist und wer die angesprochenen Zielgruppen des Beratungsangebotes sind. Im zweiten Teil möchte ich Ihnen die datengeschützte Plattform Beranet vorstellen und Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten diese den Beraterinnen und den Kundinnen bietet. Die Bildungsberatung Österreich ist eine Initiative, gefördert vom Bundesministerium für Bildung, dem Europäischen Sozialfonds, den Ländern sowie weiterer Fördergeber in den einzelnen Bundesländern. Die Bildungsberatung Österreich besteht aus einzelnen Bundesländernetzwerken, in denen mehr als 50 Institutionen beratend tätig sind. Das Beratungsangebot ist kostenlos, anbieterneutral und vertraulich und ist primär für die Zielgruppe Erwachsene. Neben der persönlichen und telefonischen Beratung sowie diversen Gruppenangeboten ist die Online-Bildungsberatung Österreich ein weiteres wichtiges, aber noch sehr junges Beratungsformat, das derzeit von mehr als 25 Bildungsberaterinnen und Beratern aus den angesprochenen Bundesländernetzwerken betreut wird. Zielgruppen der Online-Beratung sind unter anderem Personen mit eingeschränkter Mobilität, Personen, die unabhängig von Öffnungszeiten sein wollen oder müssen, Personen, die anonyme Beratung wünschen und ein direktes Gespräch aus verschiedensten Gründen meiden, sowie Personen, die ihre Anliegen gerne beschreiben. Die Plattform der Bildungsberatung Österreich liegt auf der Website www.bildungsberatung-online.at. Dahinter steckt die Beratungssoftware Beranet, die ich Ihnen nun gerne zeigen möchte. Beranet bietet unterschiedliche Formen der schriftlichen Beratung. Auf der Plattform der Online-Bildungsberatung gibt es derzeit die klassische Mail-Beratung. Die Chat-Beratung befindet sich derzeit gerade in der Testphase und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 implementiert. Der Hauptunterschied zur herkömmlichen E-Mail-Beratung und anderen Online-Kommunikationsformen liegt darin, dass die Plattform einen speziellen Datenschutz bietet. Diese SSL-Verschlüsselung bedeutet im Grunde, dass alle Daten mit einem speziellen Schlüssel kodiert werden und durch das Öffnen für den registrierten Empfänger lesbar sind. Außerdem werden alle Beratungsanfragen innerhalb der Plattform gestellt und auch innerhalb beantwortet. Genug der technischen Details. Schauen wir uns die Mailberatung einmal genauer an. Sie sehen hier das Portal der Online-Bildungsberatung Österreich, wie es unsere Kundinnen im Internet finden. Die Website der Online-Bildungsberatung wurde eigens von einer Grafikfirma gestaltet. Aber auch Beranet bietet auf Wunsch eine eigene CMS-Lösung in Kombination mit den Beratungsmodulen an. Die Website ist für mobile Endgeräte optimiert und bietet den Beratungskundinnen und Kunden zunächst allgemeine Informationen zum Angebot, eine Beschreibung des Anmeldeprozesses und Informationen zur Datensicherheit und die Möglichkeit, sich die Bildungsberaterinnen der einzelnen Bundesländer auf der Plattform anzusehen. Darüber hinaus werden häufig gestellte Fragen in einer eigenen Rubrik beantwortet. Der Anmeldeprozess wurde möglichst niederschwellig gestaltet
um keine Kundinnen auf dem Weg zur Anfrage zu verlieren. Die Registrierung und das Stellen der Anfrage geschehen in einem Schritt. Es braucht einen Benutzernamen und ein Passwort. Die Angabe der E-Mail-Adresse ist freiwillig und wird nur für eine Erinnerungsmail verwendet, das den Kundinnen Bescheid gibt, dass ihre Anfrage beantwortet wurde. Wichtig ist die Auswahl des Bundeslandes, denn das bestimmt, an welche Beraterinnen ein Mail geschickt wird, wenn eine Anfrage eingelangt ist. Dann kann es schon losgehen mit der Frage an die Online-Bildungsberatung und nach einer möglichen, aber ebenfalls freiwilligen Angabe persönlicher Daten und der Zustimmung der Nutzungsbedingungen kann die Anfrage abgeschickt werden. Die für das jeweilige Bundesland zuständigen Bildungsberaterinnen werden, wie erwähnt, per Mail von Beranet informiert. Die Aufteilung der Mailanfragen auf die Beraterinnen innerhalb der Bundesländer wird von den Netzwerken sehr unterschiedlich geregelt. Die Anfragen werden dann innerhalb von längstens 3 Werktagen beantwortet. Jede Beraterin und jeder Berater hat einen eigenen Zugang auf die Plattform und innerhalb von Beranet ein eigenes Beraterinnenprofil. Ich habe mich jetzt in einen Testzugang von Beranet eingeloggt, der aber dieselben Funktionen wie jene der Bildungsberatung hat, um dem Datenschutz Rechnung zu tragen. Nach dem Login werden gleich die letzten Anfragen angezeigt und die Einstiegsseite ermöglicht den direkten Zugriff auf viele weitere Funktionen. Ich möchte euch nun die Möglichkeiten der Mailberatung anhand der Anfrage von Karin zeigen. In Online-Beratungsschulungen lernt man E-Mail-Anfragen sehr genau und gegebenenfalls mehrmals durchzulesen, um alle Facetten der Anfrage zu entdecken und nichts Wesentliches zu übersehen. Zunächst wähle ich die Option Anfrage übernehmen. Damit ist den Kolleginnen klar, dass ich die Anfrage beantworten werde. Unterhalb der Anfrage erscheint auch gleich der Editor und das freie Feld zum Schreiben der Antwort. Sie sehen, bei uns ist das so wie bei einer Kochsendung. Ein Teil der Antwort ist bereits vorbereitet. Der Editor bietet neben den üblichen Formatierungsmöglichkeiten auch das Einfügen von vorher erstellten Textbausteinen, hochgeladenen Dokumenten und externen Links. Auch Emoticons und Videos können eingefügt werden. Wenn man die Frage nicht in einem Durch beantworten will oder kann, gibt es die Möglichkeit, die Antwort als Entwurf zu speichern und Kommentare als Gedankenstütze zu deponieren. Nach Beantwortung der Anfrage kann über das Monitoring der Verlauf dokumentiert werden und die Klientinnenverwaltung in Beranet ermöglicht ein schnelles Finden aller Anfragen einer Person. Wie bereits erwähnt, wird die Chatberatung derzeit gerade getestet. Ein kurzer Blick darauf zeigt den Chat und seine Möglichkeiten. Sehr praktisch ist es auch, dass es ein internes Kommunikationssystem via Kurznachrichten gibt, um Fragestellungen innerhalb des Beratungsteams zu klären und Infos zu Neuerungen bekannt zu geben und gegebenenfalls Anfragezuteilungen zu machen. Interessant und wichtig ist natürlich auch, dass Beranet unterschiedliche Statistiken ermöglicht. Diese Statistiken und Dokumentationen können dann als Excel-Dateien exportiert werden. Auf der Plattform Bildungsberatung Online wurden zwischen Anfang Jänner und Ende September 2016 bereits mehr als 1000 Anfragen beantwortet und dafür etwa 540 Stunden Beratungszeit aufgewendet. Ich persönlich arbeite sehr gerne im Team der Online-Beratung, das sich zweimal im Jahr auch offline trifft, um Beratungen und die Arbeit mit dem Tool zu reflektieren und neue Methoden für die Online-Beratung kennenzulernen. Gegenseitiges Vertrauen und Respekt sind sehr wichtig, denn jeder im Team kann lesen, was andere Beraterinnen schreiben. Ich hoffe, Sie haben nun eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wie die Arbeit der Online-Beratung mit dem Tool Beranet aussieht. Aus meiner Sicht
sind vor allem drei Eigenschaften für Online-Beraterinnen wichtig. Zunächst ist es die Liebe zum Lesen und zum Schreiben. Denn das Formulieren komplexer Sachverhalte und die Wahl der richtigen Worte bei heiklen Beratungsthemen sind oft eine Herausforderung. Als nächstes braucht es die Bereitschaft, sich auf längere Beratungsprozesse einzulassen und den Mut, Interventionen zu setzen, auch auf die Gefahr hin, dass der Beratungskontakt abrupt abbricht. Die dritte wichtige Eigenschaft ist Geduld, denn die Online-Beratung ist ein Format, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Mehr als man vielleicht glauben mag. So, das war's von mir und dem Modulteil Schriftbasierte Online-Beratung. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Verlauf mit diesem Modulteil.